Hallo zusammen. Heute schauen wir drei Wege an, wie Gott heilen kann. Insbesondere betrachten wir Heilung beim Weggehen. Was das genau ist und was das mit diesem Bild hier zu tun hat, werden wir lernen. Ihr seht diese zwei Schale. Ja, das ist nicht die neueste Mode, nein, sondern sie wurden von einer Person gestrickt, die eigentlich ihre Finger kaum mehr bewegen konnte und geheilt wurde und uns diese Schale dann gestrickt hat als Zeichen der Heilung. Nun, wie es aber zu dieser Heilung gekommen ist, das ist ganz wichtig und das werden wir im Laufe dieses Videos anschauen. Denn Gott heilt auf unterschiedliche Arten und eine der Heilungen heißt Heilung beim Weggehen. Nun zuerst, es gibt Heilungen, die geschehen sofort. Man betet ein, zwei oder dreimal für eine Person und da kommt die Heilung. Das ist die Spontanheilung, die Wunderheilung, die sofortige Heilung. Aber das ist nicht die einzige Art, wie Gott heilt. Es gibt dann die Heilung beim Weggehen. Auch das ist gar nicht meine Erfindung, sondern wir werden es in der Bibel anschauen. Und dann Heilung als Prozess. Dazu haben wir ja hier ein Video gemacht mit Heilung durch das Wort Gottes, Heilung als Prozess, auch das ist in der Bibel erwähnt. Gottes Wort ist wie Arznei. Nun, wenn du mehr über Heilung noch wissen willst, dann schau dir doch unsere anderen Videos dazu an. Die sind hier zu finden. Eine Playlist, also mit mehreren Videos, findest du hier. Aber schau zuerst mal dieses Video an, denn es ist eine ganz spannende Art, die wir noch nie erwähnt haben. Eine Geschichte von jemandem, der beim Weggehen geheilt wurde. Zuerst aber lesen wir mal den Text. Wo kommt denn das überhaupt in der Bibel vor? In Lukas 17 kommen 10 Aussätzige zu Jesus. Und schreien, wollen geheilt werden. Sie glauben, dass Jesus heilt. Sie vertrauen darauf, dass er sie heilt. Aber man muss verstehen, die Aussätzigen durften nicht zu nahe zu den Gesunden kommen. Deshalb hielten sie einen Abstand. Das war das Gesetz, das schrieb das so vor. Das ist im Mose, Gesetz des Mose, beschrieben und sie hielten sich an dieses Gesetz. Ich lese mal vor aus Lukas 17. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: Herr Jesus, hab Erbarmen mit uns! Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Warum sagt er das? Zum Verstehen. Dazumals waren die Priester jene, die die Heilung kontrollierten. Also ob jemand Aussatz hat oder nicht, das entscheidet der Priester. Und ob jemand geheilt ist oder nicht, entscheidet auch der Priester. Und jetzt sagt Jesus, geht zu den Priestern, geht und zeigt euch ihnen. Und sie werden euch sagen, dass ihr geheilt seid. Und diese 10 Aussätzigen voller Vertrauen tun genau das, was Jesus sagt. Und jetzt heißt es, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund oder während sie gingen, wurden sie gesund.
Also Heilung beim Weggehen. Nicht sofort, als Jesus gesagt hat, seid geheilt, hat er ja nicht, sondern er hat gesagt, geht zu den Priestern, und sie sind gegangen, und auf dem Weg dorthin haben sie gemerkt, wow, wir sind geheilt. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, also als er gemerkt hatte, hier sehen wir, dass sie nicht sofort geheilt wurden, als er merkte, dass er geheilt war, laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien, also ein Samariter, also eigentlich ein Fremder. Jesus fragte, waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder, ein Samariter. Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt, gerettet oder dein Glaube hat dir geholfen. Hier kommen verschiedene Übersetzungen zum Zuge. Einmal heißt es, dein Glaube hat dich geheilt, einmal heißt es, dein Glaube hat dir geholfen oder einmal heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Weshalb wird das verschieden übersetzt? Weil im Grundtext das Wort Sozo verwendet wird. Und das ist ein Multipaket. Das kann man unterschiedlich übersetzen, weil da ist nämlich viel mehr als körperliche Heilung drin. In Sozo, diesem Wort, das Jesus verwendet, als er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, / gerettet, sagt er Sozo. Und damit meinte er eben mehr als körperliche Heilung. Und das ist ganz wichtig. Wenn du nach diesem Video noch ein Video genau über Sozo anschauen willst, ich blende es hier ein. Daniela hat dazu ein Video gemacht. Jetzt, was ist hier passiert? Hier sind 10 Aussätzige geheilt worden, körperlich. Einer kommt zurück zu Jesus und dankt ihm und sagt, Jesus, du bist der Retter, ich bete dich an, gelobt sei Gott. Er wirft sich vor ihm nieder. Und dann sagt Jesus, wo sind die anderen 9? Sind sie nicht körperlich geheilt worden? Du aber empfängst nicht nur körperliche Heilung. Du empfängst Sozo, das Multipaket. Die anderen 9 sind geheilt. Du aber wirst in deiner Seele und in deinem Geist ebenfalls geheilt. Du empfängst mich als König. Du empfängst mich als Jesus Christus von Nazareth, der Herrscher des Universums, der Einzige, der an Körper, Seele und Geist heilen kann. Schade, dass diese anderen 9 nicht zurückgekommen sind, denn sie haben zwar körperliche Heilung empfangen, nicht aber dieses Multipaket, diese Heilung an Herz, Seele, Geist und Körper. Wenn du dieses Multipaket noch nicht hast, wenn du auch diesen Jesus noch nicht hast als König in deinem Herzen, haben wir unten unterhalb dieses Videos ein Gebet, das du in Ruhe sprechen kannst, um diesen Jesus zu empfangen. Wir werden am Ende dieses Videos, nachdem ich jetzt die Geschichte erzähle mit diesen Schalen, auch noch für dich beten, wenn du krank bist. Aber wichtig, das Gebet unten, wenn du dieses Multipaket so zu empfangen möchtest, also Heilung an Körper, Seele und Geist, dann funktioniert das nur, wenn du Jesus als deinen Retter und Heiland in dein Herz aufnimmst. Nur wenn er hier drin ist, kann er dich von innen heraus heilen. Äußerlich kannst du auch so geheilt
werden, ohne dass du Jesus empfängst. Das habe ich schon einige Male erlebt, dass wir für Kranke gebetet haben. Sie haben die körperliche Heilung empfangen. Sie haben aber leider nicht dieses Sozo empfangen, diese ganzheitliche Heilung. Gut, bevor wir vor die Kranken beten, und ich glaube auch, dass das durchs Video funktioniert, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich habe das letzte Mal ja erzählt, wie Menschen geheilt werden durch unsere Heilungs-CD, indem sie die Heilungsbibelstellen anhören. Du kannst diese CD bei uns bestellen auf www.adlerdienst.ch und das Büchlein dazu oder das PDF bestellen und das MP3 bestellen. Kostenlos stellen wir das zur Verfügung. Und da haben wir ja schon bereits einige Zeugnisse bekommen, dass Leute geheilt werden. Deshalb glauben wir auch, dass wenn wir heute jetzt für dich beten, wenn du krank bist, dass du Heilung empfangen kannst. Gut, bevor wir beten, zurück zu der Geschichte. Ich blende das Bild hier nochmals ein. Wie gesagt, diese Schale, diese Strickschale sind nicht die neueste Mode, der neueste Schrei, sondern es verhält sich so. Wir waren eingeladen in einer Landeskirche, reformierte Landeskirche, um über das Thema Gottes Stimme hören zu referieren, also über das Thema Prophetie. Dazu haben wir auch ein Buch, auch ein PDF, kannst du auch gleich bestellen auf unserer Webseite oder dir das ganze Buch vorlesen lassen, hier das Hörbuch dazu, also ein Hörbuch kannst du dir vorlesen lassen, um zu lernen, wie man Gottes Stimme hören kann. Ja, das war das, also wir waren dort an diesem Seminar und haben aber am Schluss für die Kranken auch gebetet. Und da kam eine Frau zu uns, sie hatte mehrere Krankheiten ein bisschen, so wie es für mich aussah, aber insbesondere waren ihre Hände, sie konnte sie kaum bewegen, die Finger konnte sie nicht bewegen und die Finger waren eingebunden. Ja, ich kenne mich medizinisch nicht so genau aus, eben diese Zusammenhänge, das war dann irgendwie so im ganzen Körper ein bisschen, aber mehrheitlich in den Fingern. Und ich betete mein bestes Gebet und sie empfing im Glauben und in dem Moment war jetzt nichts sichtbar. Aber Gott heilt eben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Als die Frau dann heimging, beim Weggehen, beim Aufschließen der Türe, realisierte sie, dass ihr die Finger nicht mehr wehtaten. Sie konnte bis dahin die Türe nicht aufschließen ohne Schmerzen. Und plötzlich realisierte sie, oh wow, ich bin geheilt. Sie konnte ihre Finger wieder bewegen. Und sie testete das aus und die Schmerzen waren weg. Und als Dank dafür tat sie etwas, was sie seit Jahren nicht mehr tun konnte. Seit Jahren konnte sie nicht mehr stricken. Und sie strickte für Daniela und mich diese zwei Schale. Das ist also des Rätsels Lösung. Was hat dieses Foto, diese Schale mit Heilung beim Weggehen zu tun? Die Frau realisierte die Heilung erst zu Hause. Im Gottesdienst selber war sie noch nicht geheilt. Und ich denke, es ist eine wichtige Botschaft zu verstehen, dass Gott unterschiedlich heilt und nicht diese Enttäuschung zu schnell zulassen, wenn du noch nicht geheilt bist. Ich komme aber zurück nochmals auf dieses Sozo, dieses Gesamtpaket. Dieser eine, er kam
zurück zu Jesus und bedankte sich, dass er körperlich geheilt ist und empfing ihn aber auch als Erlöser. Und ich denke, das ist das größte Geschenk, das wir bekommen können von Gott. Diese Heilung am Herzen, an Geist, Seele und Leib, diese Erlösung, diese Errettung, so heißt eben geheilt, körperlich geheilt, errettet, seelisch, geistlich errettet und komplett geheilt. Also das ist so ein richtiges Powerpaket. Und jetzt beten wir für jene, die körperlich oder seelisch, psychisch krank sind. Ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, durch die Kraft von Jesus Christus von Nazareth, der immer noch derselbe ist, er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, dass du jetzt gerade kommst mit deiner heiligen Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner vollkommenen Liebe, mit deiner Heilungskraft und berührst, was auch immer du hast, empfange jetzt diese Heilung vom liebenden Vater im Himmel. Empfange diese heilende Kraft von Jesus Christus. Lass es zu, dass er jetzt wie Wasser über dich schüttet. Ich sehe so wie Wasser, das über Menschen ausgegossen wird. Das ist jetzt so etwas Prophetisches, kommt dir vielleicht komisch vor. Egal, empfange es einfach. Ich sehe, wie Heilungsströme ausgegossen werden. Empfang es. Empfang dieses Wasser, das jetzt über... Ich sehe einige Menschen, die das jetzt empfangen. Öffne dich. Gehe in diese Haltung des Empfangens. Sag, ja, ich empfange diese Ströme des lebendigen Wassers, die eben auch Heilung bringen an Körper, Seele und Geist. Und ich empfange diese Heilung jetzt. Ich danke dir, Jesus, dass du immer noch der gleiche bist und dass du mich jetzt heilen willst, dass ich jetzt diese Kraft empfangen darf. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du Jesus noch nicht als König in deinem Herzen hast, das ist die größte Heilung. Hier unten im Video haben wir einen Vorschlag, wie du das wirklich mit einem Gebet tun kannst. Es würde mich freuen, wenn du uns eine E-Mail schreibst, wenn irgendetwas mit dir passiert ist oder am Passieren ist oder du vielleicht morgen früh beim Aufwachen merkst, oh, ich bin geheilt. Schreib uns eine E-Mail oder lass uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.